Der Preis der Wirtschaft Tato Fleming wird am 8. November in Schönhagen vergeben. So viel steht schon fest. Noch offen ist aber, wer ihn bekommt. Der Startschuss fürs Mitmachen fiel jetzt bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg in Potsdam, die aus gutem Grund Kooperationspartnerin des Projektes ist. Wir sind die Förderbank Brandenburgs und da gibt es gar keine Alternative, als dabei zu sein, denn die Preisträger sind am Ende die Kunden der ILB und der Preis führt dazu, dass die Kunden in die Öffentlichkeit gestellt werden. Das haben sie verdient, weil sie gute Leistungen erbringen, tolle Arbeitgeber sind und ein tolles Aushängeschild für das Land Brandenburg. Der Preis wird durch das IHK Regionalcenter und die Kreishandwerkerschaft ausgelobt. Schirmherrin ist Landrätin Cornelia Wähler. Und erteilt ist er in die Kategorien Handwerk sowie Industrie und Gewerbe. Wir haben also die geballte Macht des Handwerks und der IHK-Unternehmen vor Ort. Und wir können natürlich dem Unternehmen zeigen, außer dass es Geld gibt, natürlich dann auch die Öffentlichkeitsarbeit nach außen zeigen. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, die Probleme der Unternehmen gleich vor Ort zu besprechen. Mediale Aufmerksamkeit, kostenloses Marketing und die Präsentation von Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten können den teilnehmenden Unternehmen langfristig weiterhelfen. Wir haben auch seit einigen Jahren das Problem, finden die Unternehmen ihre Azubis? Also heißt das natürlich auch, was macht das Unternehmen in Richtung Ausbildung? Aber es sind auch das soziale Engagement ist gefragt und ich sag mal Arbeitskräfte. Klar, aber nicht nur unbedingt, wie viele Arbeitskräfte ich habe, sondern wie ich meine Arbeitskräfte auch pflege, wie ich zu Arbeitskräften komme und natürlich, wie die Entwicklung der Arbeitskräfte ist und die Unternehmensentwicklung an sich. In den vergangenen Jahren gab es durchschnittlich 20 Bewerber und etwa 50 Nominierungen. Diesen Weg, sich bewerten zu lassen, das ist vielleicht auch nicht so sehr angenehm. Oder überhaupt sein Licht ein Stück weit bisher unter den Scheffel gestellt zu haben und zu sagen, ja, ich mache ja nur meine Arbeit. Ne? Und wenn man sich dann präsentiert, dann stellt man doch fest, wie gut man in vielen Bereichen ist. Und das ist bei vielen Unternehmen so. Auf die Gewinner warten Preisgelder von je 1.500 Euro, gestiftet von der MBS Potsdam und der VR Bank Fleming EG. Zusätzlich werden 500 Euro für einen Sonderpreis der Wirtschaftsjunioren Tato Fleming vergeben. Informationen und Anträge gibt's bei der IHK Potsdam und der Kreishandwerkerschaft Tato Fleming. Man muss keine Angst davor haben, dass man jetzt große Bewerbungsunterlagen einreichen muss. Natürlich ist es schön, wenn man sich als Unternehmen mit einem Flyer oder mit einer Beschreibung noch präsentiert. Aber eigentlich ist es ein Blatt, was man ausfüllen muss. Noch bis zum 15. September können sich die Unternehmen bewerben oder nominiert werden. Matthias Hensch hofft, dass sich wieder viele beteiligen, denn Tato Fleming habe starke Unternehmen und das solle mit dem Preis auch gezeigt werden. Tato Fleming ist ein besonders agiler Kreis, der sich auch toll wirtschaftlich entwickelt hat. Da ist viel Know-how dazu gewonnen seit der Wende. Da ist viel entstanden und natürlich sind das immer wieder tolle Preisträger. Und manchmal entdecken wir auch die sogenannten Hidden Champions, die wir gar nicht kannten und freuen uns dann, die dann mit diesem Preis in die Öffentlichkeit zu stellen.